Ja, und wir beginnen, wie sich das gehört, mit dem Doppel. Peter Korbel und Steffen Fetzner, die hatten es in der Auftaktpartie mit dem besten Doppel zu tun, das die Bundesliga zu bieten hat. Wladimir Samsonow und Jörg Roßkopf. Der erste Satz ging mit 21 zu 15 an die Favoriten. Roßkopf haben wir hier im Bild. Und Samsonow im zweiten dann allerdings Probleme. Zunächst für die beiden Europameister aus diesem Jahr. 9-13 lagen sie hinten, 15-17. Jetzt aber die Führung, 20-17 und Matchball für Samsonow Roßkopf. Dann also doch ein glatter Zweisatzsieg, 1-0 Führung für Düsseldorf. Auf dem anderen Tisch allerdings, da hatte die dänische Kombination Monrad Mays keine Chance gegen Jen Roszczyk. 13-21 und 18-21 das glatte Ergebnis für die Grenzauer und damit nach den Doppeln das erwartete 1-1.